Zur Dokumentation all dessen, was wir hier lernen, wollen wir auch ein Online-Tool benutzen. Natürlich kann man es jetzt auch noch aufschreiben. Wir wollen aber auch dieses Online-Tool benutzen, denn das ist sehr praktisch, um die ganzen Sachen ein bisschen zu ordnen, zu sortieren und so weiter. Also ich mache hier einfach mal ein zweites Tab auf und schreibe hier mal rein Padlet, denn das ist das, was wir benutzen wollen. Und dann kommen hier schon so ein paar Sachen, die ich hier habe. Das spielt jetzt keine Rolle. Man kann, wenn man noch nicht eingeloggt ist, kann man sich hier einen Account machen, das kostet alles nichts und so weiter. Also einfach auf padlet.com und dann kommt man zur Startseite, macht sich den Account kurz und dann kommt man zu dieser Seite. Dann kann man hier anklicken, Make a Padlet. Und dann sucht man sich irgendwas aus, vielleicht irgend sowas etwas mehr Freiform. Also ich suche mal das hier aus und dann lassen sich jetzt erstmal alle möglichen Sachen einstellen. Erstmal, wie heißt es? Padlet, Jupyter, ich hatte gerade schon eins. Schreibe mir hier kurz zwei, dann Doku, dann kann man sich ein Color Scheme aussuchen, Farbe und Wallpaper und alle möglichen Kram und so weiter. Ja. Das ist ja alles selbsterklärend und dann fängt man an, hier was hinzuschreiben. Und dann klickt man hier unten auf dieses Plus oder wie hier auch schon steht, man klickt einfach doppelt irgendwo hin und dann gibt man dem Ganzen erstmal einen Titel. Zum Beispiel hier bei Subject schreibt man hin Befehle. Und dann gibt es diesen Kram hier, worauf man draufklicken kann. Also man sieht hier dann so Zeug, das man hier hochladen kann, irgendwelche Sachen, die nicht so besonders wichtig sind. Man kann natürlich, was vielleicht nicht so schlecht ist, auch ein kleines Video selbst machen, falls man, wenn man etwas dokumentieren möchte und das nicht nur hinschreiben möchte, sondern vielleicht ein kleines Video machen, weil man sich daran besser erinnert. Ein Video machen und so weiter. Ja, also wenn man hier draufklickt, dann will es natürlich einen Zugriff und so weiter. Diesen ganzen Kram, das ist wahrscheinlich alles bekannt. Ansonsten kann man hier unten anfangen zu schreiben, zum Beispiel einen Befehl, den wir kennenlernen werden, ist Print. Dann schreibt man sich hier diesen Befehl auf und geht auf Publish und dann steht es hier und dann hat man das hier schon dokumentiert, kann es ein bisschen größer, kleiner machen und so weiter. Wie gesagt, ich habe schon so ein Padlet mal angelegt hier für Jupyter, also das hier kann ich dann wieder löschen, das brauche ich nicht. CC6, da kommt immer ein neuer Code. Und dann könnte das zum Beispiel so aussehen mit der Zeit, dass man sich hier Befehle hinschreibt, vielleicht ein paar Begriffe, ein Vokabular, also was ist eine Zelle, was ist eine Variable, was ist ein Operator und so weiter. Dann Operatoren selbst, was sind Operatoren, wie geht die Syntax, was für Module gibt es, das kennen wir alles noch. Und so kann man sich mit der Zeit hier sein eigenes kleines Padlet aufbauen und wir können es auch ein bisschen miteinander vergleichen dann und das dann als Referenz benutzen. Also legt euch das bitte einmal an.